Hallo, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Aber dafür ist jetzt noch keine Zeit. Ja, wir sind auf der Jagd nach dem Sylphscope. Oder Sylphscope, wie auch immer man das ausspricht. Und mir wurde strikt untersagt, Teleporter zu benutzen. Unter Leibesstrafen wurde mir das verboten. Unter Androhung von Folter. Warum auch immer, muss man denn hier nicht überhaupt Ach, ich habe schon den Türöffner. KP Plus, super. So, weil solange wir die Träne haben, sollen wir keine Teleporter benutzen. Meinte mein geschätzter... Ach, okay. Ah, jetzt habe ich gar nicht geguckt, welches Pokémon wir an Stelle 1 haben. Aber so anspruchsvoll sind diese Trainer hier sowieso nie. Sodass man auch mit einem Flieger gegen ein Dragosso wunderbar ankommen sollte. Hoffe ich. Ja, da mache ich mir gar keine Sorgen. In unserem Fall jetzt. Ja, wechseln wir mal aus. Rüsselmops ist immer für einen Kampf gut. Und damit ist der Kampf schon vorbei. Hey! Diesmal wechseln wir aber gleich ein Pokémon hin. Und zwar nehmen wir mal Blutexo. Ach, ich muss ihn ja noch umbenennen. Mensch. Ja, ich weiß, ich bin ganz schön mutig. Warum auch immer. Radikal, ach du Schande. Komm, der hat so große Flügel. Na gut. Nein, wir setzen natürlich kein anderes Pokémon ein. Doch, genau falsch. Ich habe schon überlegt. Entweder das ist effektiv oder das ist nicht effektiv. Das ist nie gut. Naja, natürlich. Nein, auch für Golbat setzen wir kein anderes Pokémon ein. Einmal gönnen wir uns den Flammenwurf. Oh. Da brennt die Bude ab. Da brennt das Sylphscope-Gebäude ab. Hey, cool. Türöffner hat die Tür entriegelt. Es wäre fatal, wenn das Team Rocket die Sylphscope oder unsere Pokémon übernehmen würde. Das Team Rocket ist hinter dem Meister bei her, mit dem man jedes Pokémon fangen kann. Außer die, die es nicht gibt. Hier ist es sehr gefährlich. Du wirst mich nicht retten können. Was? Na gut, dann nicht. Dann bleib hier. Ups.
Ach, kann doch nicht wahr sein. Du dachtest, würde ich aber für die Silph Co. Silph, Silph? Egal, ich sag auf einfach nur S-Co. Elektroball, aha. Der wird doch jetzt wohl nicht auf die Idee kommen, Explosion oder Finale zu lernen. Zu machen. Noch nicht, gut. Das möchte ich dir aber auch geraten haben. Also man kann ja eigentlich schon mal davon ausgehen, je stärker die Attacken sind, desto weniger sind davon verfügbar. Das heißt, eine 35-Attacke ist nicht besonders stark, also die man 35 mal einsetzen kann, aber hingegen so ein Feuersturm, den man 5 mal einsetzen kann, der hingegen ist natürlich ungleich stärker. Jedenfalls ist mir das mal so aufgefallen, vielleicht stimmt's ja. Aber der geschätzte Mr. Pokémon, wenn jemand den Namen Mr. Pokémon verdient hat, dann er, der wird mir das dann sicherlich nochmal wieder erzählen, ob das so stimmt. Je mehr man diese Attacke, je mehr AP es gibt, oder je mehr AP eine Attacke hat, desto schwächer ist sie auch. In der Regel. Vielleicht nicht immer, aber Calcium. Gut, das werde ich nicht einsetzen, nachher kriege ich wieder einen auf die Finger. Türöffner. Protzer. Ach hey, Überraschung. Ein Kind im Gebäude? Das musst du sein. Was hat mich denn verraten? Meine Größe, meine Schuhe. Sandan. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ruhig einige ein. Warum ist ein Schlitzer eigentlich immer eine Volltrefferattacke? Kilian, ich bräuchte mal deine Info. Oder? Schlitzer ist doch immer Volltreffer. Warum? Was ist an der Attacke so besonders? Das verstehe ich nicht. Hat das irgendeinen besonderen Grund oder das habe ich noch nie verstanden. Das habe ich schon damals bei den Originalversionen nicht verstanden. Ich glaube, da war das doch auch schon. Das war immer eine richtig, ja, eine Attacke. So ein Geheimtipp, fand ich. So eine Schlitzerattacke. Schlitzerattacke. Aber ich glaube. Ah, doch. Schon wieder. Okay, Rocket Rügel hätten wir besiegt. Jetzt müssen wir mal wieder das Pokémon wechseln. Und zwar nehmen wir dieses Mal am besten Herrn. Nehmen wir am besten mal Adrian nach vorne. So, Teleporter ist mir verboten worden. Dann machen wir es so. Endstation. Bis hierher und nicht weiter. Na, das werden wir sehen. Volltreffer. Nein, doch dafür werden wir nicht das Pokémon wechseln. Denn Arbok. Arbok ist groß genug, den trifft man auch mit einem Eisstrahl, ohne dass man jetzt ein anderes Pokémon einsetzt.
Diese Surfer müsste ja theoretisch auch stärker als Aquawelle sein, weil Surfer kann man nur 15 Mal einsetzen und Aquawelle kann man nur 15 Mal einsetzen. Ich werde das gleich mal nachschauen. Ja, wir wechseln mal. Wir nehmen mal Jacke. Jayco. Erstauner. Pikachu ist erstaunt, Raichu. So, jetzt schaue ich erstmal nach. Zum Beispiel jetzt anhand von Adrian. Also. Ne, das war das falsche Pokémon. Hä? So. Surfer, Stärke 95. Und Aquawelle 60. Ja, also stimmt das ja doch. So, nochmal ein Vergleich. Also nochmal, um das Ganze zu bestätigen. Mit wen haben wir... Mit Rüsselmops. Konfusion ist Psycho und hat Stärke 50 und kann man 25 Mal einsetzen. Stärke 90, 10 Mal. Ja, okay, dann ist es doch so. Und Hypnose, okay, hat gar keine Stärke. Abwehrbollwerk. Na gut. Ja, und damit ist es auch schon wieder Zeit abzugeben. Der Part neigt sich, oder hat sich jetzt am Ende zugeneigt. Und ich wünsche allen aufmerksamen Lesern eine wunderschöne gute Nacht. Und wir hören uns dann beim übernächsten Part, wenn Kilian wieder die ganze Sache hier in den Sand gesetzt hat. Bis dann. Ciao.